Ja, liebe Feg Steffisburg, herzlich willkommen im Jahr 2023. Ich wünsche euch ganz herzlich Gottes Segen, alles Gute, die Leitung und die Führung von Jesus in diesem neuen Jahr. Das letzte Jahr war wieder befrachtet mit vielen, die wir nicht erwartet haben. Sehr viele Erschütterungen weltweit. Ich weiss nicht, was ihr für ein Jahr gehabt habt. Das neue Jahr liegt vor uns. Wir wissen nicht, was alles passiert. Aber wir haben eine Konstante, das ist Jesus Christus. Im Hebräer 13,8 steht, Jesus Christus ist der gleich gestern, heute und in alle Ewigkeit. Ich finde, das ist ganz eine ganz starke Zusage aus der Bibel für uns alle, für das neue Jahr. Es ist eigentlich nicht wirklich erheblich, was alles passiert, weltweit, in unserer Gemeinschaft, für uns persönlich, wenn wir wissen, dass die Konstante Jesus Christus da ist, dass wir den Halt, die Gemeinschaft mit ihm, die Führung und Leitung auch im neuen Jahr erleben dürfen. Das finde ich ganz stark. Mit diesen Worten euch alles Gute im neuen Jahr. Wir freuen uns, mit euch unterwegs zu sein. Ja, wir haben uns überlegt, wie wir das Jahr mit euch zusammen starten. Wir haben letztes Jahr in der Feg Steffisburg sehr einen starken Fokus gelegt auf Gemeinschaft, erneuerte Gemeinschaft, dienende, betende Gemeinschaft. Insbesondere nach dieser schweren Zeit von Corona, wo wir uns viel, viel weniger gesehen haben. Jetzt darf ich heute hier den Simon Kaldewey begrüßen, unseren Pastor. Neben ihm der Tom Jakob, der Präsident von der Feg Steffisburg. Ich habe ein paar Fragen für Sie vorbereitet. Uns nimmt es Wunder, wie sieht die Feg Steffisburg das neue Jahr 2023 aus. Sie können uns natürlich auch nur sehr ansatzweise antizipieren. Sie haben sich gewisse Überlegungen gemacht. Aber da möchte ich euch gerne ein paar Fragen stellen. Simon, gehen wir weiter mit dem Thema von der Gemeinschaft im neuen Jahr? Oder was habt ihr als Leitung von der Gemeinde ausgedacht? Ja, wir haben in den letzten Monaten recht viel diskutiert, auch recht gefeitet in der Leitung, was es genau ist und was dran ist. Und unser Eindruck ist, so aus all den Überlegungen, dass wir der breite Weg, wo irgendwie ja die Gottesbeziehung durch die betende Gemeinschaft und dann die dienende Gemeinschaft, die nach außen wirkt, und die erneuernde Gemeinschaft in Gemeinschaft, wie wir miteinander unterwegs sind, dass wir da im neuen Jahr, 2023, einen Fokus setzen aufs Out. Also wie wirken wir nach außen? Wie sind wir als Menschen, aber auch als Gemeinschaft, als Ganzes für andere Menschen da? Also formulieren wir das in der Vision, aus Gott, miteinander, für Menschen. Wir haben den Eindruck, nach diesen Jahren vom Sammeln und Finden, wollen wir uns wieder bewusster nach außen ausrichten und suchen, was heisst das, Menschen zu dienen, für andere Menschen da zu sein. Das, was wir in diesen drei Buchstaben auch versuchen zusammenzufassen. Ich kann mir das aber ein bisschen konkret vorstellen. Weißt? Also wir haben jetzt das Modell so ein bisschen lernen kennen miteinander. Also die Aspekte Gemeinschaft, Beziehung zu Gott und Beziehung zu den Menschen in der Welt. Wie kann ich mir den Schwerpunkt vorstellen, Tom? Also habt ihr konkrete Gedanken, wie das soll stattfinden? Ja, das haben wir. Das haben wir, und das haben wir sehr intensiv auch, in der geistlichen Leitung diskutiert, wie der Simon das gesagt hat. Und ich glaube, ein bisschen das Überraschende daran ist, dass wir haben gesagt, dass das ist eine Reise, wo wir miteinander gehen wollen. Es gibt ja das Sprichwort, das heisst, ich lehre nicht segeln, sondern ich lehre den Leuten Sehnsucht. Und ich glaube, das ist das, was wir ein bisschen darauf aufbauen wollen, dass wir sagen, wir möchten in diesem nächsten Jahr, in diesem Alt innen, die Sehnsucht wecken wieder, dass es Leute gibt draussen, dass es Leute gibt in unserer Nachbarschaft, die kennen Jesus noch nicht. Und wir möchten die individuellen Wege entdecken, die der Heilige Geist für jedes von uns parat gemacht hat, in das Alt einzugehen. Und dieser Weg sieht bei mir anders aus, als er bei dir aussieht, und noch einmal anders aus, als er beim Simon aussieht. Und das ist, glaube ich, so ein bisschen das überraschend motivierende, für mich zumindest, Element, dass man nicht einfach ein Programm abknütteln, weißt, und einfach, jetzt gibt es 15 Punkte, und das machen wir, und jeder muss gleichgeschaltet gehen, sondern dass wir auf die Reise gehen können, auf das Entdecken miteinander. Wie möchte Gott das Alt gestalten mit uns? Habt ihr den Eindruck, wir haben das ein bisschen verloren? Oder? Also wenn der Schwerpunkt kommt, wir wollen uns ausrichten, wieder in Gemeinschaft mit Menschen suchen, die Jesus noch nicht kennen.
Ist das verschwunden irgendwie, Simon, oder was hast du das Gefühl? Also das, was ich weiss von unserer Gemeinde, ist, dass es mega viel gibt, die mit Leidenschaft sich investieren in ihre Beziehungen, in ihre Freundschaften, in ihre Dienste, die sie versuchen, für andere Menschen da sein. Also das von null zu reden, war weit entfernt. Ich glaube, das ist nicht das Anliegen. Als Gemeinde sind wir immer an diesen drei Dimensionen dran. Es ist immer eine Frage, wie begegnen wir Gott? Wie sind wir an dieser Quelle dran? Wie dienen wir einander, sind füreinander da und wie wirken wir nach außen? Und das ist das Grundpaket von dem, was es heisst, Christ zu sein und Gemeinde zu sein. Und wir wollen einfach diesen Teil stärken, weil wir Gottes Führung in dem Sinne erleben, von der jetzigen Situation. Aber nicht, weil das wichtiger ist für die anderen Sachen oder das Einzige ist. Und was wir vor allem auch nicht wollen, ist, dass wir jetzt das Gefühl haben, jetzt müssen wir endlich wieder mal etwas leisten, oder? Mhm. Wir sind alle bequem, oder? Das war ein riesiges Thema. Wir wollen auch das Schwerpunkt setzen und gleichzeitig wollen wir nicht, dass das anderen dienen, eben als Last erlebt wird, so jetzt muss jeder mal auf die Kiste stehen, im Ballett vorne und seine Evangelisationsrede schwingen, oder? Sondern wir wollen irgendwie entdecken, dass dort, wo Gott das vorbereitet und führt und wir das entdecken, was er vorbereitet hat, dass das dann Hühner Spass macht, Freude macht, auf die Art anderen Menschen zu dienen. Und einfach, dass das wächst, ein bisschen mehr wird. Ich glaube, das wünschen wir uns in diesem Jahr. Und ich glaube, wenn wir da Weg gehen, dann werden wir viele Geschichten hören von Menschen, die durch Gott berührt und verändert werden. Und um das geht es, dass Jesus Menschen zu sich anzieht. Also der plant nicht spezielle Events, die irgendwie evangelistisch sind oder eben den Fokus für Leute, die Jesus noch nicht kennen, im Zentrum haben. Das ist nicht vorgesehen, oder haben Sie das falsch verstanden? Nein, das ist richtig. Und es ist nicht vordergründig vorgesehen. Wir haben auch über das intensiv geredet. Und wenn wir merken, dass es an Orten Gruppen gibt oder Leute gibt, die mit anderen Leuten unterwegs sind, wo das Bedürfnis zum Beispiel für einen Alpha-Kurs entsteht, dann wollen wir als Fähig Steffisburg selbstverständlich die Plattform bieten. Wir wollen einfach nicht vorgängig 15 Evangelisationsevents ankünden, alle lehnen sich zurück und denken, oh, das ist gut, und dann kommt niemand. Oder? Sondern wir möchten aus einer anderen Haltung irgendwie als Fähig Steffisburg zur Verfügung stehen. Und wenn es eine Gruppe braucht, die zusammen in einem Saal zu Mittag essen muss, dann bieten wir das an, selbstverständlich. Aber wir tun nicht einfach per se mal anbieten. Ich glaube, das ist das, was ich wichtig finde, wenn wir in das Jahr reingehen, dass wir nicht, ich habe es vorhin schon ein bisschen gesagt, nicht einfach ein Programm haben, und es gibt 16 Wochen, die markiert sind, und dann vielleicht mache ich etwas oder vielleicht nicht, sondern es ist ein Weg. Und wenn etwas entsteht, selbstverständlich, dann bieten wir den Rahmen und helfen und unterstützen. Okay. Aber wie stellt ihr euch vor, die Leute mitzunehmen auf den Weg? Oder? Also wenn wir jetzt so den Schwerpunkt setzen für das neue Jahr, ist das irgendwie die Verkündigung, wo wir das einfließen lassen? Ist das in den persönlichen Beziehungen oder ist es einfach ein Dauerthema, wo wir darüber reden, darüber schreiben? Oder habt ihr ganz konkrete Ansätze, wie wir die Leute einbinden in die Frage? Wie setzen wir diesen Lebensstil um? Also ich würde sagen, die Verkündigungsebene ist sicher ein Teil davon, das sitze ich da und freue mich auch schon auf gewisse Themen oder auch Bibeltexte, wenn ich merke, die schaffen und kreisen mir und eine Freude zu teilen. Und dann ist das Anliegen, dass das in alle Gruppen hineinfließt, oder? Viele Kleingruppen sind sehr stark zwischen ab und in, also zwischen Gottesbeziehung und einander stärken, dass man dort immer wieder die Frage bringen, hey, wie dienen ihr miteinander, wie sind ihr für andere Menschen da? Wie setzt ihr das um als Kleingruppe, als Team, als Familie im Lollipop? Also wir wollen die Frage reinbringen in alle Bereiche. Aber nicht als Programmvorgabe, sondern als Hörensanliegen, oder? Weil Evangelisation, das kommt für mich aus dem Losen, oder? Wir haben ja ein Bild von einem Gott, der dort draußen ist in dieser Welt und er ist dran am Wirken. Er macht unglaublich coole Sachen. Und die Sachen zu sehen, und zu merken, hey, da kann ich einhängen, da kann ich mitmachen. An diesen Punkt möchte ich kommen, dass mehr Leute im Verlauf dieses Jahres sagen, und da habe ich etwas gesehen von Gottes Wirken und ich kann mitmachen. Und dann hören wir Geschichten von Menschen, von Führungen, von Zeugnissen, von Menschen berührt werden durch das, was
mir gemacht haben, wie wir zuerst gehört haben und nicht einfach etwas geleistet haben, sondern gehört haben und dann Antwort gegeben auf das, was Gott gezeigt hat. Lancieren wir das Thema irgendwie Anfang Jahr, weißt? Also gibt es irgendwie ein Event oder kommen wir irgendwie zusammen oder wie können wir einander helfen, auf den Weg zu gehen? Oder ich habe manchmal das Gefühl, am Sonntag nimmst du irgendeinen Input mit, hörst mal, gehst zwar in den Alltag wieder raus und wie kann ich es dann umsetzen? Wir haben gesagt, es ist hochgradig individuell. Lanciert ihr es irgendwie? Kann ich mir irgendwie einklinken oder was habt ihr vorgesehen? Ja, also unbedingt. Also wir haben im ersten Quartal, also Ende März, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, haben wir gesagt, wir möchten eine Gemeindemorgen miteinander machen. Wir kennen das Konzept von der Gemeindeabende, wo wir zusammenkommen und in zwei Stunden Weg miteinander gehen. Und wir haben gesagt, für dieses Thema möchten wir ein bisschen mehr Zeit verwenden. Und dann haben wir gesagt, machen wir doch ein ähnliches Konzept, wie wir kennen, am Morgen, wo wir die Leute einladen, wo wir miteinander das Gespräch suchen, wo wir versuchen zu verstehen, was bedeutet das für mich, wo man Fragen stellen kann. Wir haben, glaube ich, noch zusammen zu Mittag gegessen, wenn ich das richtig im Kopf habe. Also wirklich aus dieser Gemeinschaft raus miteinander auf den Weg gehen. Das ist so ein bisschen die Lancierung von diesem Thema Anfangsjahr. Also 11. März, Samstagmorgen, wo der genau, Gemeindemorgen stattfindet, dass wir es präzise haben. Genau. Also, 11. März. Einen Morgen zusammen Zeit haben und dann mit dem Mittagessen abschließen. Und dort waren wir schon, ist uns wichtig, dass wir einerseits das Thema lancieren und das andererseits eben auch einbetten in ein ganzes Bild von dem, was es heisst, Jesus nachzufolgen. Also, dass wir dort nicht mit Dienstaspekt oder so zumüllen, sondern dass wir wenn irgendwie das ganze Bild zeigen, was es heisst, miteinander aus Gott raus anderen Menschen zu dienen. Und wir wollen Wege zeigen an diesem Tag. Man kann es vielleicht mit dem Wort Herz und Hände vergleichen. Wir wollen die Hände zeigen. Hände ist das, was man sichtbar sieht. Also wir wollen erzählen, was uns bewegt im Blick auf unsere Strukturen, unsere Angebote, unsere Gottesdienste, unsere Gemeinschaften. Wie können sich die entwickeln? Oder was haben wir für ein Bild dafür, was kann helfen, dass all das, was wir machen, an sichtbarem Angebot, dass es mehr für die Menschen da ist. Das wollen wir zeigen, was wir uns überlegen, wir wollen das ins Gespräch bringen, die Gemeinde hören in dem Innen, das diskutieren und natürlich auch einladen, mitzumachen, weil wir doch dort einige konkrete Sachen haben. So das Stichwort dazu ist Begegnungsräume. Das wird eins von den Schlüsselworten im Blick auf die Form, auf die Hand von der Gemeinde. Und dann wollen wir auch die Herzensebene zeigen. Das Herz ist das, was das alles am Laufen bringt, was das Blut durch den Körper pumpt und ohne Herz passiert gar nichts. Und das sind wir als einzelne Menschen, die Jesus nachfolgen. Weil wenn wir Angebote schaffen und sind keine Menschen da, die sagen, ich lebe meine Beziehungen und nutze und verbinde das mit dem, was wir als Gemeinde machen, dann haben wir wunderbare Events, die einfach nicht genutzt werden, wo nicht dazu eingeladen wird, wo nicht das Gespräch gesucht wird. Und die Verbindung, das Herz, also die Menschen, die wirklich Jesus nachfolgen und offen sind nach außen und wie das zusammenspielt mit dem, was wir als Gemeinde zusammen machen und anbieten, das wollen wir wie sichtbar machen und schärfen und stärken. Und ich glaube, da sind wir schon an einer Schlüsselstelle, jetzt nach diesen Corona-Jahren. Wir sind als Leitung in den letzten 3-4 Jahren durch einen riesen Erneuerungsprozess gegangen. Es ist ganz viele, die nicht mehr dabei sind. Du zum Beispiel. Also wir noch da. Genau, nicht mit der geistlichen Leitung oder in einer neuen Position oder andere. Es sind einfach viele Verschiebungen gegeben. Wir sind durch grosse Veränderungsprozesse gegangen. Die Corona-Krise hat so viel bewegt. Und wir merken einfach, jetzt ist eine Schlüsselzeit nach diesen Jahren, zusammenzukommen und wieder ganz neu zu verstehen, wo stehen wir als Gemeinde, was ist dran und einzuladen, miteinander über das auszutauschen und zu hören, was als Leitung bewegt. Und man merkt, da braucht es jetzt einfach mal mehr wie eine halbe Stunde am Donnerstagabend, wo man kurz zusammenfassen kann, sondern wo man einfach länger kann anhören und mehr Raum hat zu reagieren und das zu vertiefen miteinander. Und auch Geschichten hören. Also es bewegt sich ja auch viel. Es sind in den Gemeinschaften, wo ich merke, das ist, da wollen wir auch einfach rumgehen, um Geschichten hören, was tatsächlich auch schon am Passieren ist in der Gemeinde und durch Menschen von der Gemeinde.
Ich komme an diesem Ort. Für mich ist noch so wichtig, oder? Ich bin dort nicht Auftragsempfänger. Mehr, oder? Das habe ich richtig verstanden jetzt. Also es soll eigentlich stark interaktiv sein. Genau. Weil, ihr habt es vorhin angesprochen, oder? Beziehung zu Menschen, die Jesus noch nicht kennen. Oder? Das Leben in dieser Welt, vielleicht nicht von dieser Welt, aber in dieser Welt, das ist hochgradig individuell. Oder? Und ich merke immer wieder, bei gewissen Leuten kommt Stress auf, wenn sie das Gefühl haben, jetzt bin ich Auftragsempfänger oder jetzt gehöre ich genau die Art, wie man es machen sollte. Verstehe ich es richtig, Tom, oder ist es wirklich so geplant? Genau, also ich glaube, das ist die Essenz von dem Weg, den wir machen wollen. Wir wollen eben nicht alle Leute herlöcken, und dann nachher irgendwie mit dem Kuchentröli über den Kopf abziehen, wie jetzt genau die Struktur muss aussehen und wo sie sich jetzt auch noch müssen engagieren, nachdem sie schon sonst überall arbeiten. Sondern wir wollen eben viel mehr die Leute mit auf den Weg nehmen, selber lernen, Gott zu entdecken und lernen zu hören und zu verstehen, was sagt mir Gott? Da bin ich in dem Ab innen, wo stehe ich mit Gott in dem Weg? Wer ist um mich herum? Und wo kann ich einen Schritt gehen, wo Gott jemanden vorbereitet hat? Und das ist so individuell, wie jedes von uns ist. Und ich glaube, das steht ja wie fast für nichts anders hier in der Fähig Steffisburg. Wir sind viele Leute, die auch ihre Form Individualismus gerne haben. Natürlich hier im Kontext von der Fähig. Aber genau das Gestalten, das jedes von Gott selber kann und darf erleben, das möchten wir hervorheben, das möchten wir irgendwie entdecken, so dass die Leute, wir alle, zu der Tür rauslaufen können nach dem Morgen und sagen, jetzt gehe ich auf die Entdeckungsreise, jetzt will ich wissen, was Gott möchte von mir. Und das löst hoffentlich, zumindest bei mir hat es das gemacht, ganz, ganz viel Freiheit aus, ganz viel Entspannung aus und eben nicht 15 neue Termine und noch 84 Einsätze, die ich sonst schon nicht mehr stemmen kann. Okay, gut. Simon? Genau, einfach, was mir auch noch ganz wichtig ist für den Morgen, oder? Unsere Vision aus Gott miteinander für Menschen. Und wir müssen als Leitung immer wieder aufpassen, also ich als Angestellter, der 100% von meiner Arbeitszeit hat sowieso, ich muss aufpassen, nicht davon zu rennen mit meinen Ideen und weit voraus zu sein in der Zukunft. Ja. Und auch als geistliche Leitung werden wir darum ringen, dass wir eben miteinander auf dem Weg sind. Und ich wünsche mir, dass der Samstagmorgen auch so ein Morgen wird, wo wir einfach näher zueinander finden. Wo wir können sagen, schaut, liebe Gemeinde, wir sind dort, das bewegt uns in die Richtung, sehen wir, schliessen doch auf, kommen doch näher, dass wir eben miteinander unterwegs sind. Und dass wir das üben und lernen miteinander, dass wir nicht Leitung haben, die etwas sagt und Gemeinde hat, die das hört und dann mitmacht oder nicht, sondern dass wir viel stärker miteinander auf den Weg gehen. Oder? Und da werden wir lernen, langsamer zu werden, aber dafür wirklich den Weg miteinander zu gehen. Gut, vielleicht so ein bisschen zum Abrunden. Wir haben in dem Leitbild von der Fähig Steffisburg, wo besteht, oder, haben wir stark von diesen drei Dimensionen geredet. Also meine persönliche Gottesbeziehung, meine Beziehung zu Brüdern und Schwestern, die mit Christus unterwegs sind, und eben meine Aussenbeziehung. Wenn ihr jetzt einen Schwerpunkt auf die Aussenbeziehungen setzt, heisst das gleichzeitig, die anderen beiden Dimensionen gehen voll zurück? Oder wie weit ihr es handeln? Es braucht irgendein gutes Gleichgewicht. Ja, oder? Ja. Also, wir können nicht die zwei anderen Dimensionen einfach verlassen. Oder? Nein, überhaupt nicht. Und das ist gar nicht das Ziel. Wir haben einfach den Eindruck, wenn wir die drei Dimensionen anschauen, dass wir sehr viel erlebt und geschafft haben in den letzten Jahren in diesen Dimensionen ab und in. Und jetzt können wir uns nach dem Sammeln, nach all dem, was wir letztes Jahr miteinander erlebt haben, können wir uns wie auch ein bisschen dem Schwerpunkt Alte ein bisschen mehr widmen und sagen, da gibt es doch die dritte Dimension und die haben wir vielleicht noch nicht so ganz ausgeschafft. Und diesen Weg möchten wir ein bisschen stärken. Aber der Weg Alt, der macht nur Sinn, wenn ab und in gefestigt sein und gelten und miteinander unterwegs sein. Weil sonst wird es zu dem Druck, den wir eben genau nicht wollen. Einfach, weil da ist es losgelöst, ein Programm, das ich auch noch machen muss. Und das möchten wir auf jeden Fall verhindern.
Ja gut, ich bin wirklich der Eindruck, dass ihr als GL, und das ist nicht abgesprochen, oder? Nein, das habe ich immer wieder gesagt. Oder? Das ist einer meiner zentralen Anliegen, dass eine geistliche Leitung sich muss Gedanken machen muss, wie geht die Gemeinde in Zukunft. Mhm. Aber es besteht dabei immer ein Stück weit Gefahr, oder? Dass man irgendwie viel, viel weiter vorne ist, wenn das gemein ist. Und mein Verständnis ist, jetzt, dass wir uns alle eigentlich mitnehmen auf den Prozess und auch durchaus hörbereit sind und auch wissen, wie wir leben, dass die Leute ganz individuell für vielleicht auch können, basierend auf dem nachher die verschiedenen Muster auch wieder weiterzugeben, wie dass wir das Alte eben können leben können. Ist das die Zusammenfassung, die jemand würde stimmen, Simon? Also. Ja, unbedingt. Ja. Gut, also. Ja, also, wir kommen zum Schluss. Also, bevor ich abschließe, einer von euch noch einen letzten Werbespot. Wenn, warum, mit welchem Outcome, warum muss ich kommen, oder? Ja, also ich glaube, es ist nach dem Zeit vom Sammeln ein Schritt führen auf dem Weg, wo wir unterwegs sind. Und ich glaube, alle die Leute, die das hören, die das hören, die sich zur Fähig Steffisburg zählen, die möchten einladen, den nächsten Schritt mit uns zu machen. Und nicht einfach irgendwo in der Zuschauerreihe zu hingern, das geht mir alles nicht an, sondern eine herzliche Einladung auf dem Weg von der Fähig Steffisburg, der doch mittlerweile 150 Jahre alt ist, einen Schritt vorwärts zu kommen und das nächste Türchen, das Gott parat gemacht hat, den nächsten Raum zu entdecken, einen Teil davon zu sein, einen Teil von dem zu erleben, was Gott hier gemacht hat. Und ja, ich glaube, ich spüre das. Ich bin halb begeistert, ich freue mich unheimlich auf das Jahr vor uns und es würde mich freuen, wenn ganz, ganz viele von euch mitkommen und ein Teil davon sein. Ja. Merci Tom, merci Simon, dass ihr es da reingenommen habt. Es gibt so ein bisschen die Richtung für das neue Jahr. Und ja, liebe Fähig Steffisburg, wir dürfen gespannt sein. Ich freue mich sehr, an diesem Morgen dabei zu sein. Ich bin auch froh, wenn ihr auch Teil seid vom Ganzen. Ich persönlich habe den Eindruck, es ist so, wie es immer war, ist es heute, ist es in Zukunft. Wir leben in einer Welt, die nichts dringender braucht als Jesus. Mhm. Und wie, dass wir das an die Leute, an unsere Nächsten herbringen, das ist immer wieder eine ganz persönliche Herausforderung. Ich werde mich persönlich dieser Herausforderung stellen. Der Erlöser, der Jesus, der für mich konkurrenzlos ist, der in meinem Leben alles bewirkt hat, ihn wirklich auch meinen Mitmenschen irgendwie näher zu bringen. Ich bin auch froh, wenn ihr mitkommt auf diesen Weg. Ich selber habe Probleme mit Druck, wirklich Jesus weiterzugeben. Ich möchte mich befreien, zusammen mit euch, von diesem Druck, aber auch wissen, wie es im Epheserbrief steht, dass Gott die guten Werke, die mir drinnen soll wandeln, dass er die bereits vorbereitet hat. Oder? Und das sind immer wieder Werke, wo ich merke, da stimmt es, da wird es mir wohl, da kann ich aus dem Vollen schöpfen und da fühle ich mich nicht irgendwie vergewaltigt. Ja. Und ja, möchte auch ganz herzlich einladen, mit auf den Weg zu kommen. Wir leben mit Jesus Christus alle 24 Stunden ganz persönlich. Wir sind in der Beziehung zu ihm. Aber Gemeinschaft ist unerlässlich. Oder? Ich finde es cool, wie ihr gesagt habt, der Austausch untereinander. Kommt, auch wenn ihr nicht so Gemeinschaftstypen seid, aber vielleicht können wir gerade von euch lernen. Ich merke immer wieder, dass mir Leute begegnen, die ich gar nicht gewusst habe, was für eine geniale Art sie haben, im Alltag mit Menschen über Jesus zu reden. Ich werde von euch lernen. Ich glaube, wir alle werden es. Und freue mich, mit euch zusammen auf den Weg zu gehen. Ich wünsche euch ganz, ganz eine schöne Neujahrszeit. Seid gesegnet, Jesus mit euch allen und bis gleich. Tschüss zusammen.